Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA Mobile. Es freut mich natürlich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast hier täglich. 20 Uhr, Leute, FIFA Mobile. Schreibt es in eurem Kalender. Aktiviert die Glocke, Leute, um die Benachrichtigung zu bekommen. FIFA Mobile, jeden Tag 20 Uhr. Und ihr könnt es auch, euch auch einfach merken. Wir werden jetzt erstmal gleich zu Beginn zwei Versus-Angriffe machen, weil das sind die letzten beiden Versus-Angriffe, die uns noch fehlen, um die Aktivität abzu... durchzuführen, abzuschließen. Genau, dieses Wort ist mir nicht eingefallen. Abzuschließen. Also, zwei Versus-Angriffe und dann bekommen wir den letzten Token und dann bekommen wir einen 90-Plus-Spieler. 90-Plus-Spieler nicht zu 100%, aber wir bekommen einen Top-Transfer-Spieler und ich hoffe, es wird 90-Plus. Ich hoffe, Neymar. Wir hatten ja auch schon mal, wie heißt das, Semedo, der hatte bloß 86. Und den hatte ich schon zweimal. Wenn ich den heute wieder ziehe, dann spiele ich Top-Transfers nie wieder. Nie wieder. Aber ich will erstmal die Versus-Angriffe gewinnen, okay. Ja, das wird einfach. Ich weiß nicht, wieso man sowas macht. Keine Ahnung. Wofür macht man sowas, Leute? Psycho RZ. Das heißt, wir gewinnen hier wieder. Eigentlich sollten wir richtig easy gewinnen hier. Lukaku, Batz, Longshot 1-0. Bam, 2-0. Vielleicht schaffen wir es heute zweistellig. Robin, Ayen, Robin 3-0. Ich muss eigentlich nur Longshot, okay. Eigentlich nur, und dann haue ich den daneben. Lukaku, 4-0. Eine Minute noch Zeit. Es wird knapp, glaube ich. Es wird ganz, ganz knapp. Lukaku, oh, wenn er den reinmacht, ne? Ach man, Lukaku, ey. Jetzt steht unten wieder in den Kommentaren, du bist so schlecht, ey. Komm, jawohl, 5-0, aber es könnte noch was werden. Wenn ich jetzt wirklich jedes Ding mache. 6-0, 25 Sekunden. Lukaku, 7, 20 Sekunden. Es ist machbar. Hoch auf Kaká. Kaká. Geh, ja, das hätte er den reingemacht dann vielleicht, aber ich muss den Schuss ja mit Kaká vorbeihauen. 8-0, 5 Sekunden. Wenn wir jetzt ganz schnell das Tor machen. Der geht aber vorbei. Hätten wir noch einen Angriff bekommen, hätten wir das auch nochmal machen können. Also 10-0 wäre definitiv möglich gewesen. Es wird aber nur ein 8-0. Es war ja auch nicht schwer gegen so einen Gegner. Und wir gehen natürlich gleich rein in die zweite Partie. Wieder schön plus 7200 Fans. Das freut mich natürlich. Und das ist kein Hase. Was war das denn? Was stand denn da eben? Bam, bam. Und... hier, das ist kein Hase, Osterlogo. Sehr geil. Was habe ich da jetzt da? Regenbogenkörbchen. Was mache ich denn damit, Leute? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Zweites Versus Angriffsspiel. Das letzte, um den letzten Top-Transfer-Token zu bekommen. Ich bin heiß, Leute. Ich bin heiß wie Frittenfett. Danke, Frank Buschmann, für den FIFA-Kommentar. In FIFA 18, 17, 16, 15, 14, 13, etc. Keine Ahnung, wie oft du es schon gesagt hast in den FIFA-Teilen. Gegnersuche. Und dauert heute mal wieder ein bisschen, ne? Gegnats werden gesucht. Gegnats, wo seid ihr? Wo seid ihr? Schalala. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Schalala. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Das gibt's doch nicht. Jungs, jetzt gibt mir einen Gegner. Ich will den letzten Top-Transfer token. Danke. Family United. MDV Zero. MDV 0. 3000 Fans weniger als ich. Heißt aber überhaupt nichts. Er kann ja trotzdem eine 96, 97, 98er Gesamtbewertung haben. Und dann haben wir ein dickes Problem. Weil dann wird es mega schwer. Also FIFA Mobile dauert halt heute schon wieder ein bisschen, ne? Es lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Danke dir. Unsere Mannschaft, Gegnermannschaft. 92 mit James Rodriguez, 99 als Mittelstürmer.
Bin gespannt. Duell auf Augenhöhe hier. Und ich muss bloß die Dinger machen. Dann haben wir eine sehr gute Chance hier zu gewinnen. Schön. Freistoß rausgeholt. Das ist natürlich nice, weil Dybala kann das. Dybala kann das. 1-0. Dybala kann auch das hier. Dybala kann auch vorbeigehen. Dybala kann auch das 2-0 machen. Und ich glaube, der Gegner steuert nicht mal. Weil da ist kein Text da oben. Das heißt, wir können hier nochmal hochspielen. Zack, bam, 3-0. Sehr geil, Leute. Es läuft. Lukaku, nein. Aber wir haben eh schon gewonnen. Ist auch keine Aufgabe, wenn der Gegner nicht steuert. Können wir hier den typischen Arjen Robben machen. Schön in die lange Ecke. Hat leider nicht geklappt. Jetzt aber nochmal. Komm, ich ziehe in die Mitte. Wie ein typischer Arjen Robben hier. Typisch Arjen Robben. Typisch Arjen Robben. Aber der Schuss war nicht typisch Arjen Robben. Weil Robben macht solche Dinger sehr gerne und sehr oft rein. Ecke. Ja. Wie hält er den denn? Noch eine Ecke. Komm, Lukaku. Lu. Und wieder hat der Keeper. Babjumba. Freistoß, Jawolski, die schieße ich gerne. Dybala, der geht rein. 4-0. Letzter Angriff hier, nochmal Longshot. Der Gegner war ja eh nicht dran und er macht ihn mit rechts. Lukaku, eigentlich Linksfuß und was für ein Longshot hier. Stark, Lukaku, ey. Mega, mega stark. Und jetzt, Leute, durchatmen. Set öffnen. Live-Events nochmal reingehen. Aktivität abholen. Erstmal die mit 3 Siegtoken. Und danach geht's ab. Nämlich genau jetzt. Vertrag. Komm, bitte 90 plus. 90 plus wäre mega nice. Oder natürlich Neymar. Ja, wäre auch in Ordnung, ne? Wäre schwer in Ordnung, der Neymar. Also, let's go. Bonus abrufen. Bitte, 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 bitte. 3, 2, 1, let's go. Set, öffnen. Oh. Gabriel, 89. Wo spielt er denn? Ich habe keine... Hier, Benfica. 89er Gabriel. Nee, war jetzt nicht so... Der Spieler, den ich eigentlich wollte. Aber könnte trotzdem für, ich schätze mal, 100k weggehen. Oder ist das zu viel? Ja, nee, doch. Könnte passen, 100k. 130 verkauft. Ja, ist in Ordnung. 130.000 Münzen ist doch definitiv in Ordnung. Ich stelle ihn hier für 115.000 rein. Und für 130.000 Sofortkauf. Ja, das ist gut. Auch wenn ich jetzt Gabriel, der hat mir überhaupt nichts gesagt, muss ich ehrlich jetzt mal hier sagen. Raushauen. Was können wir noch machen? Hier, Live-Event Drills. Wir haben ja noch 2 Punkte genau, also passt das. Drills hauen wir hier hinterher. Also, ja, war in Ordnung. Hätte deutlich schlechter sein können. Zum Beispiel mit Semedo von Barca. Hätte auch deutlich besser sein können. Nämlich mit Neymar von Paris. Aber ich bin zufrieden. Ja, Gabriel, 100.000 nochmal extra hier. Um täglich halt nur die Live-Events da zu zocken. Top-Transfers ist es, denke ich mal, schon mega nice. Da einfach nochmal 100.000 Münzen so zu bekommen, eigentlich für nichts, kann man so sagen. Für nichts. Und jetzt bekommen wir auch nochmal einen Spieler. Aber so wie ich mein Glück kenne, ist es wieder ein Bronzespieler. Weil, wer soll es auch anders sein, ne? Ja, Mitchell Weise haben wir gezogen. Nein, Spaß. Mitchell, 54er Keeper. Trainingstauken ist auch wieder am Start. Ein Energiepunkt, Leute. Und was fällt mir da natürlich passend ein? Ein versus Angriffspiel noch. Ich bin gesuchtet. Versus Angriff macht einfach Lust und Laune und Spaß und alles drum und dran. Let's go. Letzter Gegner für heute. Und ich hoffe, wir können hier nochmal gewinnen. Dann haben wir nämlich heute alles gewonnen. Chico de Humo. Liga Gavir Angkrong. Ja, ja. Ich hab's perfekt vorgelesen, Leute. Ist ja selbstverständlich. Und am geilsten wäre es jetzt wieder ein Bronze-Team.
95 mit Lukaku 98. Eieieiei. 3 Bewertungspunkte besser als ich. Ist machbar, aber es wird schwer. Oh, der war gar nicht so ungefährlich. Schön Lukaku. Schön Lukaku, 1-0. Und Robben. Arjen Robben, mach ihn doch bitte einfach rein. Freistoß. Schiri. Er grätscht mich da oben. Nein. Ich habe hier schon wieder die Chance und mach sie nicht. Komm, Dybala, Longshot. Es ist Zeit für einen Longshot. Dybala. Oh Mann, nein. 1-1 macht er. Dybala jetzt aber. Nein, aber wenigstens eine Ecke. Auf Romelu. Lukaku, mach ihn mit dem Seitfallzieher und der geht auch vorbei. 1-2 steht's. Ich habe so viele Chancen gehabt, ne? Und ich mach sie einfach alle nicht rein. Ja, was das für ein Schüsschen. Abgefälscht war der zum Glück noch. Ja, ist klar. Kaka. Och, geht wieder vorbei. Ich kack ab. Ja, der muss auch rein. 2-2. 10 Sekunden. Freistoß? Jawohl. Dybala? Nein, an die Mauer. Oh! Wäre der reingegangen. 2-2. Was für ein Spiel. Also mit 2-2 gegen eine 95er Bewertung wäre ich mehr als zufrieden, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass er noch das 2-3 macht hier. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl. Nein, unentschieden. Das ist in Ordnung. Damit bin ich zufrieden. Heute kein Spiel verloren. Das war's auf jeden Fall hier mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.